Square Enix, London Studios, Eidos Tier, Everline Studios, the way Nvidia it's meant to be played, Just Cause 2. Ja, und damit herzlich willkommen zu dem neuen Let's Play von uns in JFF Gamer, und zwar Just Cause 2, wie man auch sieht. Und ja, ich bin Solance und ich habe mir einfach mal gedacht, komm, spiel's einfach mal Just Cause 2. Ja, ich habe leider einen letzten automatisch gespeicherte Datei laden, da ich mittlerweile zum siebten Mal dies aufnehmen versuche. Und ja, so. Schwierigkeitsgrad, Neuling, ich habe keine Erfahrung mit Actionspielen. Mir geht es um die Spielerfahrung, nicht um die Herausforderung. Mir gefällt es, wenn ich meinen Gegnern überlegen bin. Ich kenne mich mit Actionspielen aus und nehme es mit der Panauischen Armee auf, solange sie die Regeln befolgen. Ich habe schon viele Actionspiele hinter mir und mag hartgesottene Gegner, die in Scharen angerannt kommen. Ich spiele jedes Actionspiel, das mir in die Finger kommt. Wenn sich mir nicht die besten Soldaten der Panauischen Armee entgegenstellt, bin ich nicht ausgelastet. Ja, und man hat schon gesehen, wir spielen in Panau. Das ist eine Insel. Keine Ahnung, ob die real existiert oder nicht. Glaube aber schon. Und ja, wir sind ein Möchtegern-Spezialagent. Keine Ahnung, was das sein soll. Und müssen halt in Panau Aufgaben erledigen. Das ganze Spiel ist, was ich jetzt mittlerweile nach der x-ten Aufnahme gemerkt habe, Open World. Das heißt, das Let's Play kann ein bisschen länger dauern. Aber wenn wir schon hinkriegen. Ich nehme mal Agent. Vielleicht nicht schwierigsten Schwierigkeitsgrad haben will. Und ja, Waffen, Fahrzeuge und Rüstungsteile werden für Upgrades verwendet. Benutzen Sie die Signalstärkeanzeige, um die über ganz Panau verstauten Upgrade-Teile zu orten. Ja, und natürlich, Upgrades sind in Open World natürlich ein bisschen schlimmer. Und das heißt, die Klappe beginnt. Video mit Big Panau sind Südostasiens. Das ist Agenturgebiet, oder? USA-freundlich. Nicht mehr. Deshalb sind wir hier. Tanzt da mal jemand nicht nach Uncle Sams Pfeife? Der alte Präsident wurde ermordet. Von dem neuen Präsidenten, Pandak Panay. Seinem Sohn. Und der geht nicht ans Telefon. Scheint ja kein besonders geselliger Typ zu sein. Stimmt. Seine Gegner haben nichts zu lachen. Sheldon wollte gerade rausfinden, was er vorhat, als er verschwand. Ja, na und? Er ist schon öfter abgetaucht. Aber nicht so. Worst-Case-Szenario. Übergelaufen. Was hätte er denn davon? Keine Ahnung, Rico. Aber wenn es stimmt, musst du ihn kalt stellen. Das ist ziemlich viel verlangt, Ken. Sheldon hat mich nämlich ausgebildet. Deshalb bist du ja hier. Du weißt, wie er denkt. Das stimmt allerdings. Alle verfügbaren Daten sind auf diesen Speicherkarten. Marshall kopiert sie auf deinen PDA. Verdammt! Diese Karten sind hochbrisant. Wenn sie in falsche Hände geraten, ist zu Hause in Washington die Hölle. Oh, diese verdammten Idioten! Da wird uns niemand nicht. Panauisches Militär! Die Flaggen kenn ich! Einfach mal aus dem brennenden Helikopter springen. Warum auch nicht? Marshall ist tot, aber er hat immer noch deinen PDA. Du musst ihn einholen, bevor er aufschlägt. Ja, klar. Klauen wir einen Toten sein letztes Hab und Gut. Habt ja auch nichts Besseres zu tun. Hui! Na los, ich will da hin. Oh. So, auf geht's. Diese blöden Speicherkarten sind überall verstreut. Ein Glück, dass sie Peilsender haben. Lande außerhalb der Basis. Ja, mache ich. Mit dem Heli landen, wie denn auch sonst. Und dann einen auf den hier machen. Oder so. Hui. Das habe ich jetzt schon mittlerweile rausgefunden. Sieht richtig cool aus. Wenn er so sein Saltöchen macht. So, und ja, wie ihr gehört habt, unser Ausbilder ist scheinbar übergelaufen. Der neue Präsident hat seinen Vater getötet. Nummer 1 nach der Welt. K
kennt man ja. Und ein brennender Fallschirm. Kann es auch anders sein. Und der neue Telefon. Also, muss ich hier für Ordnung. So. Ziemlich große Waffen für so eine kleine Insel. Jo. So. Und einmal. Agenturmission gestartet. Willkommen in Panau. Es gibt noch 5 Speicherkarten voller sensibler Daten. Du solltest dich beeilen, bevor sie die Einheimischen in die Finger kriegen. Nimm den Enterhaken, um in den Schützpunkt zu kommen. Jo. Nichts leichter als das. Schalt die Wache aus. Hallo. Hui. So. Und ich möchte hier gerne einmal hoch. Hallo, ich möchte hoch. Geht doch. Und da jetzt rüber, so. Und ja. Alarm! Wir haben hier einen Eindringling. Er muss umgehend gefunden werden. Wir haben hier. Achtung! Feinde in Sicht! Hör auf mich zu beschießen, ich habe euch nichts getan. So, Chaos! Und da sieht man noch. Gute Arbeit. Such dir eine Waffe, Rico. Durch Chaos bekomme ich nämlich. Ja, Geld würde ich nicht sagen, aber. Oh. Ich möchte da gerne rüber. Danke. Dann halt nicht. Ich möchte da hoch, verdammt. Ja. Dann lenk mich halt. Gehe ich halt außen rum. So. Ja. Und hier sieht man auch, man kann so gut wie alles kaputt machen. Coolerweise. Sinnlose Gewalt, perfektes Timing dafür. Und ich möchte gerne die Waffe offen. So, und? Immer noch. Ich habe eine weitere Speicherkarte. Lalalalalala. Treibstofftank. Hehe. Lasst mich in Ruhe, ich habe euch nichts getan. Noch nicht. So, Bams. Sinnlose Gewalt. Ja, was kann man hier machen? Cool, das habe ich noch nicht rausgefunden gehabt. Aber das. Hehe. Oh. Warum wollt ihr mich immer töten? Warum will mich generell jeder töten? Naja. So, Munition mit. Unten rechts. Munitionsanzeige, so wie immer. Oben links, natürlich. Ja, halt die Klappe. Zack, lass mich in Ruhe. So, hallo. Lass mich in Ruhe, ich hätte nichts getan. Ist er noch her? Nö. So, ja, so wie bei vielen anderen Spielen. Map hat man. Und so weiter und so fort. Die wohl auch nicht zu beschießen. Peng! Arschloch. Du hast immer noch nicht genug. Hi! Wie geht's? Hier nicht weglaufen. Ich weiß, dass du noch nicht mehr lebst. Schade. Ich möchte hoch. Danke. So. Einmal eine Speicherkarte. Sinnlose Gewalt. Helikopter im Anflug. Setz die Flak ein. Helikopter? Ah, da. Bang! Natürlich sehr schlau, in den Helikopter genau auf die Flak zu ziehen. Naja. So, was kann man hier noch kaputt machen? So, ein bisschen noch kaputt machen. Jo. Noch eine Speicherkarte auf dem Klippenstützpunkt. Da ist gerade dann was kaputt gegangen. Irgendwas kaputt machen. Chaos ist cool. Ach, da war das schon. Bang! Chaos. Da ist auch noch was. Ich bin auch wieder voll hin. Ha, Peng. Dann auch. Yo. Noch was? Wie viel kaputt machen? Ha, da sind noch Sendepassen. Sinnlose Gewalt. Aber ihr wisst ja, kleine Kinder, zu Hause nicht nachmachen. Peng! Das darf man nämlich nicht machen. Das ist ganz voll böse.
Stirbt, stirbt, stirbt! So, ich glaube, das war's. Nur aus der Reiche. Sieht so aus. Okay. Oh. Das war. Fail. Oh, die kann ich auch durch die Gegend schieben. Klick. Hehe. Ping. Hä? Ah, jetzt. Haha. Und da unten sieht man noch irgendwie Geld oder irgendwas. Das habe ich noch nicht rausgefunden, was das sein soll. Irgendwas. Ja. Ressourcenobjekte. Sammeln Sie Ressourcenobjekte um Ihre Fahrzeuge, bla bla. Ja, ich weiß. Oh, hier sieht man auch die Map schon. Oh. Das ist eine große Map. Das kann dauern, das Let's Play. Also, ja. Geld haben wir 2080. Ja. Wird schon schief gehen. Wir haben hier was. Schickt Verstärkung. Was willst du? Wo ist wer? Da ist wer. Hey, bleib stehen! Hehe. Hallo! Ping! So, und ja, wie man sieht, den Endhaken, den ich jetzt nicht erklärt habe nach dem x-ten Versuch, ist recht einfach. Ich drücke die Taste F, wenn hier mal ein Freiwilliger wäre. Dann mache ich es anders. Einer der Soldaten haut mit der Speicherkarte ab, Rico. Drück F. Du musst ihn aufhalten. So. Kling dich an der Gondel ein und katapultier dich mit dem Schirm da runter. Ja, halt die Klappe. Ich will gerade was erklären. Ja. Hier explodiert nur gerade alles. Aber das ist scheinbar in diesem Spiel recht normal. So, und das kann ich nämlich auch machen dann. Oh, das war, glaube ich. Ich will. Na. Lass mich da einhaken. Ja, das ist auch Logik. Man kann sich wieder hochziehen. Na, lass mich hoch. Geht doch. Wir haben hier was. Schickt Verstärkung. Wir haben hier was. Also, ich bin ein R, wenn ich bin, da. Glaube ich zumindest. Bringen wir es zu Ende. Aufschwärmen! Verdammt! Deckung! Ich geh um ihn rum! Du gehst um mich rum. So, kann ich einen auf den machen. So und so. Bam! Und kann beide zusammenschieben. Oder ich kann den nehmen. Und einfach aufhängen. Er hat die Speicherkarte verloren. Schnapp sie dir. Ja, kling dich mit schon. Deinem Haken am Helikopter ein. Ich setz dich ab, hältst damit du die Klappe? Die Speicherkarte sichern kannst. Dahin. Knack. Lebst du noch? Lass mich runter. Okay. Was denn? Ich hänge fest. Dann da oben hin. Oh. Das tut bestimmt weh. So, komm her, hier, hoch. Hui. Hm. Lebt wohl nicht mehr. Schade. Ja. Sie kommt wie gerufen. Jo. Irgendwie hatte ich da noch was. Egal. Klack. So, und jetzt kann ich mich einhängen. Und einmal Fliegi Fliegi machen. Hui. Ping. Na los. Lässt du mich auch irgendwann. Okay, Kleiner, festhalten. Ah, ich flieg um das Gebäude rum. Zieh deine Waffen und räum auf dem Dach auf. Hi. Ping. So, sinnlose Gewalt. Hol dir jetzt die letzte Speicherkarte. Ich möchte hoch. Danke. So.
Irgendwas zum kaputt machen wir noch? Ah.